In schneller Bildfolge Porträts von Profi- und Amateurfußballern auf Fußballplätzen. Paarweise spielen sie miteinander. Das Bild ist unscharf, ein Mannschaftsfoto der Amateurmannschaft Refugee 11. Ein roter Balken mit einem Fußball erscheint, Refugee 11. VfB Stuttgart Trainingsgelände. Ein Dunkelhäutiger schießt einem weißen Spieler einen Ball zu. Der Dunkelhäutige? Hallo, ich heiße Steve Sama, bin 23 Jahre alt. Ich heiße Nurullah Merzakhel, ich bin 20. Ich spiele beim VfB Stuttgart in der Innenverteidigung. Ich spiele beim SC Germania Lechenich in der Abwehr. Ich bin gebürtig eigentlich aus Kamerun. Ich komme aus Afghanistan. Wie ist deine Zeit in Deutschland? Wie findest du es? Frag mich auf Englisch. Ich möchte wissen, wie dein Leben hier ist. Es ist total anders. Was waren deine ersten Eindrücke? Als ich in Deutschland angekommen bin, ist die Polizei gekommen. Die Polizei hat sich sehr respektvoll verhalten. Sie stellten mir ein paar Fragen und dann bin ich nach Bielefeld gekommen. Die Polizei hat uns dorthin gebracht. Ich sah die Häuser und Menschen. Auch die sind total anders. Und das Erste, was wichtig ist, sind die Regeln. Du weißt ja, dass es in Afghanistan große Probleme gibt. Hier sind wir Gott sei Dank in Sicherheit. In Zeitlupe, Steven balanciert einen Ball auf seinem Fuß. Mit der Hand spielt Nurullah ihm den Ball zurück. Lachend lässt sich Steven auf den Rasen fallen. Er steht wieder auf. Also in Kamerun habe ich mit meinem Großvater und meiner Großmutter gelebt. Bis zu meinem 8. Lebensjahr, das, was mich bewundert hatte, wo ich vom Flughafen Düsseldorf rausgekommen bin, sind die Hochhäuser hier in Deutschland. Ich habe mir immer vorgestellt, wie kann man solche Häuser bauen, die einfach 30, 40 Meter einfach hoch sind? Wie machen die das? Für mich war auch ganz komisch, halt rumzulaufen und es ist halt keiner, der die gleiche Hautfarbe hat wie ich, weil ich habe halt nur Weißen gesehen und ist schon ganz anders. Aber mir war es klar, hier ist mein Land jetzt, Kamerun ist Vergangenheit, da komme ich her, jetzt bin ich hier mit meiner Familie. Ja, ich kann es nur sagen, das Leben von Kamerun auf Deutschland zu sehen, für mich die Unterschiede sind halt Disziplin und Struktur. In Deutschland habe ich gelernt, dass du gerade sein musst. Die beiden rollen ein Trainingsgerät mit Netz auf den Platz. Steven schießt einen Ball gegen das Netz. Er prallt ab. Nurullah schießt ihn zurück. Rausgehen in Deutsch, fragen in Deutsch. Hilft dir jemand, Deutsch zu lernen? Ich rede mit meinen Freunden und meiner Mannschaft Deutsch. Du willst sehr, sehr schnell Deutsch lernen. Du musst Kontakt mit Leuten. Porträts aller Fußballer erscheinen. In Rot, Bundeszentrale für politische Bildung. Mehr auf www.refugee11.de.